Sie gestatten mir, dass ich ganz, ganz besonders herzlich als ersten unseren heutigen Künstler, unseren hochgeschätzten Zhang Yuan bei uns mit seiner Begleitung sehr, sehr herzlich in Salzburg willkommen heiße. Herzlich willkommen. Es ist für uns ehrenamtlich Tätigen immer eine große Auszeichnung und Ehre und ein besonderer Akt der Wertschätzung, dass du, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, fast immer bei unseren Veranstaltungen die Eröffnung machst. Wir wissen das sehr zu schätzen. Lieber Herr Landeshauptmann, herzlich willkommen und ein herzliches Danke für deine stete Unterstützung. Es haben sich heute viele leider entschuldigen müssen aufgrund der Aktualität, sei es unser hochgeschätzter Erzabt Corbinian, sei es die Festspielpräsidentin aufgrund ihrer zahlreichen Termine, die sie heute hat. Aber was mich ganz besonders freut, dass heute Gäste hier sind aus Deutschland, dass heute Gäste hier sind aus China, dass heute Gäste hier sind aus Italien, dass heute Gäste hier sind aus anderen Ländern Europas. Und wir hatten gestern eine wunderbare Diskussion und möchte stellvertretend für die vielen, vielen Gäste und Akteure einen besonders ganz herzlich in unserer Runde begrüßen, und das ist Professor Barazon. Er sitzt da hinten, Barazon Brock, lieber Herr Professor Brock. Gestern, das war eine Sternstunde, gestern Abend, herzlichen Dank. Es war unglaublich inspirierend und wir freuen uns sehr namens der Salzburg Foundation, dass wir das Programm fortsetzen und noch zwei weitere Veranstaltungen im Herbst haben werden. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Brock. Ich möchte herzlich begrüßen den ehrenamtlichen Vorstand der Salzburg Foundation. Ich möchte ganz besonders herzlich begrüßen die Gäste der Universität, die Gäste der Kirche. Wir haben mit der Kollegienkirche eine wunderbare Zusammenarbeit und ich möchte heute die Vertreter, und wir werden dieses Programm auch fortsetzen, Sie sehr herzlich begrüßen und Ihnen danken, dass Sie bereit sind, in den kommenden Jahren auch dieses Programm mit uns zu gestalten. Herzlich willkommen. Wenn wir heute einen neuen Abschnitt beginnen, und für die Salzburg Foundation ist das ein neuer Abschnitt, nämlich uns hineinzuwagen in die jahrtausendalte Kultur von China, in diesen Kontinent, der für Europa viele, viele Jahrhunderte völlig fremd war, in eine Kultur hineindenken, die viel, viel, unglaublich viel an Geistigem für die Menschheit in den Jahrtausenden gebracht hat, die aber viele, viele Jahrhunderte für Europa verschlossen war, für die anderen Kontinente verschlossen war. So ist das heute ein besonderes Zeichen, dass China heute vertreten ist mit einem Kunstwerk, das unglaublich tief in die Geschichte reicht, mit einem Kunstwerk, das einerseits Geist und Seele beinhaltet, das andererseits aber ein ganz klares Bekenntnis abgibt über die Geschichte und Kultur von China. Und die Geschichte und Kultur von China hat eine ganz feste Säule. Das ist die Mitte. Herr Professor Brock würde das wunderbar erklären können, ich kann das nicht. Aber in dieser Geschichte, wo alles irgendwo in der Mitte ist, hat China eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Aber andererseits hat China für sich, seine Menschen, sein Volk mit diesem Zentrum der Mitte eine ganz wesentliche Festung im Innen errichtet, dass es China ermöglicht, so zu sein, wie es jetzt ist, wo wir uns Europäer manchmal wundern, ja, sehr wirtschaftsliberal, aber auf andererseits mit unglaublichem Druck und Zusammenhalt, aber der in dieser tiefen Geschichte begründet ist, das Volk managt, wenn ich das so sagen kann. Und darum, lieber Zhang Yuan, wir freuen uns sehr, dass wir Sie gewinnen konnten, hier in Salzburg dieses temporäre, wunderbare, historische Kunstwerk zu realisieren. Und wir freuen uns heute, lieber Landeshauptmann, dass du als oberster Repräsentant unseres wunderschönen Heimat- und Bundeslandes Salzburg dieses Projekt eröffnen darfst. Nochmal herzlich willkommen und es ist wunderschön, dass Sie heute alle hier sind. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, diese optische Distanz entspricht nicht der Realität, sondern wir sind hier in Salzburg ja inzwischen doch sehr, sehr angekommen. Wir, das ist die Salzburg Foundation und das Team der Salzburg Foundation, aber vor allen Dingen die Künstler, die Künstlerinnen. Meine Damen und Herren, seit 20 Jahren reise ich regelmäßig nach China und seit 14 Jahren arbeite ich für die Salzburg Foundation unter anderem. Und als ich vor sieben Monaten in Shanghai das Atelier von Zhang Huan besuchte, konfrontiert war mit seinen wunderbaren Gemälden, bestehend aus Asche, mit seinen Installationen, mit seinen Skulpturen und mit seinen Installationen, wie sie hier hinter uns nun zu sehen ist, nämlich einem Tempel, da war mir sofort klar, dieser Ort in seinem Atelier, dieser Tempel, das Symbol des Glaubens, das Symbol des Betens, das Symbol der Hoffnung, des Todes und der Liebe und des Glücks. Dieses Symbol gehört in eine Stadt, nämlich nach Salzburg, in die Kirchenstadt. In die Stadt, die ohne Kirche nicht denkbar ist, wenn wir die letzten 1200 Jahre zurückverfolgen. So alt ist dieser Tempel nicht, 450 Jahre. Vieles ist dort geschehen, vieles ist dort gelebt worden. Und wir haben heute hier ein Stück China. Chinas Geschichte präsentiert sich hier. Sie werden das gleich erleben, wenn es Ihnen noch nicht so ergangen sein sollte und Sie den Tempel betreten. Dann spüren Sie etwas von dieser Aura der Vergangenheit. Dann spüren Sie etwas von Geschehnissen, die tatsächlich im übertragenen Sinne heute hier spürbar sind. Hier findet heute ein Stück China statt. Ähnlich geht es Ihnen, wenn Sie über den Panoramaweg entlang des Mönchsbergs, den die Arbeit von Mario Merz betreten. Dort spüren Sie zwar nicht, dass dort etwas aus China stattfindet, aus der Historie Chinas, aber Sie spüren plötzlich, dass dieser offene Raum ein von der Kunst besetzter Raum ist. Drinnen und draußen spüren Sie, obwohl es keine Wände, keine Türen, keine Fenster, keine Grenzen gibt. All das zusammengefasst war das Ergebnis des Gesprächs mit Zhang Huan, der ein Künstler ist, in Shanghai lebt, auf dem Land groß geworden ist, der mitten im Leben steht, der genau weiß, was er tut, nichts dem Zufall überlässt. Er ist kein Konzeptkünstler, vielleicht das auch, aber in erster Linie ein Künstler, der zum Kunstprojekt Salzburg, ja, eigentlich von Anfang an hätte klar sein müssen, dass er zu diesem Kunstprojekt gehört. Denn Zhang Huan ist jemand, der sich mit seinen Werken beschäftigt, sehr intensiv mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Mit dem, was in der Vergangenheit geschah, was heute geschieht und möglicherweise in der Zukunft geschehen kann. Zhang Huan ist jemand, der auf gesellschaftliche Entwicklungen sehr spontan reagiert. Keine Sorge, es ist ein, wie manche sagen würden, hat er denn studiert? Ja, es ist ein ordentlicher Künstler. Er hat 1993 seinen Abschluss an der Akademie für Bildende Künste in Peking absolviert. Er hat also die Tradition der Ausbildung genossen. Und wenn Sie in den 90er Jahren wie ich über die Akademienflure gingen, dann konnten Sie sehen, da gab es sehr viele Künstler, die die Tradition natürlich berücksichtigen in ihrer Arbeit und so wurden sie ausgebildet in Kalligrafie, in Tusche, in Malerei. Die Malerei ist ja erst seit 150, 170 Jahren in China zu Hause, aber immerhin, sie wurden ausgebildet und es gab den Leitsatz, du bist gut, wenn du so bist wie dein Meister. Deswegen sahen wir sehr viele Plagiate, sehr viele Picassos, sehr viele Vermeers, sehr viele Rembrandts, sehr viele Kiefers, sehr viele Baselitz-Werke, weil die Künstler die großen Meister imitierten und sich damit auf die gleiche Stufe stellen wollten. Das taten nicht alle. Da gab es dann eine Entwicklung und die setzte da ein, als Zhang Huan die Akademie verließ. Und diese Entwicklung, lassen Sie sie mich beschreiben mit dem Wort Eigenständigkeit, Unabhängigkeit. Zhang Huan gehört zu den Unabhängigen
intellektuellen Künstlern, die ihre Position entwickeln und vertreten. Er reagierte zum Beispiel mit einer Performance 1994 auf eine sehr unglückliche Begebenheit. In der Kulturrevolution wurde ein Poet, ein chinesischer Poet, Ai Qing, dazu verdonnert, öffentlich Latrinen zu putzen. Das war am Beginn der Kulturrevolution. Er, Zhang Yuan, beschäftigte sich mit der Geschichte. Und was machte er? Eingeschmiert mit Öl und Fischöl und bedeckt mit Fliegen, begab er sich mehrere Stunden in eine öffentliche 12 Quadratmeter große Latrine. Sein Kommentar zu diesem Unrecht, das da einige Jahrzehnte vorher geschah. Oder das Thema der Wanderarbeiter und die sozialen Problematiken reflektierte er, indem er mit 40 anderen Wanderarbeitern sich in einen Teich begab, um den Meeresspiegel zu senken. Einige Jahre später hat mein Freund Schlingensief Ähnliches am Bodensee versucht. Aber Fakt ist, warum erzähle ich Ihnen das? Zhang Yuan ist ein Künstler, der sich nicht festlegt auf eine Stilrichtung, der sich nicht festlegt auf die Malerei oder auf die Skulptur. Er ist jemand, der sich als Künstler begreift und eben das reflektiert, was ihn umgibt. Und deswegen ist er die ideale Position für Kunst im öffentlichen Raum in Salzburg. Als ich vorhin gefragt wurde, warum, was macht die Salzburg Foundation, sind Gäste aus Bonn hier, die uns noch nicht so eng kennen. Wir machen genau das, was Zhang Yuan in seinem Atelier betreibt. Wir wollen Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit. Wir wollen die Antworten der Künstler auf das, was uns heute umgibt, zur Diskussion stellen. Brock, Peter Eden und Erwin Wurm haben das ja gestern Abend sehr schön demonstriert. Zhang Yuan ist eben derjenige, der zu den Künstlern gehört, die wir im Moment auch zahlreich in der China 8 Ausstellung in Nordrhein-Westfalen präsentieren, die für eine ganz bestimmte Stimmung stehen. Es ist eben die Zeit des Bai Hua Chi Fangs, des Lass 100 Blumen blühen, im Sinne von Kunst soll dem Soldaten, dem Bauern und dem Volk dienen. Die Zeit ist vorbei. Es ist eine neue Zeit angebrochen, nämlich die der Reflexion. Wir, die Zentraleuropäer, arbeiten mit China auf ökonomischer Ebene zusammen und wir freuen uns über Umsatzzahlen, wir freuen uns über Export, Import. Wir haben natürlich auch die Menschenrechtsdiskussion immer wieder in der medialen Auseinandersetzung. Glücklicherweise ist gestern Ai Weiwei weltweit gefeiert worden mit seinem Pass. Er ist nun also in der Lage, ausreisen zu dürfen. Wir freuen uns auf ihn. Aber Fakt ist, dieser Wandel, der sich vollzieht in China, führt zu einem Paradigmenwechsel in der Gesellschaft. Es gibt wirtschaftliche, soziale Umwälzungen. Die Gegensätze prallen aufeinander, wie man es sich kaum vorstellen kann. Und das reflektieren die Künstler. Das reflektieren die Künstler nicht mehr im sozialistischen, realistischen Stil, sondern sie reflektieren das in ihrer eigenen individuellen Sprache. Und die ist sehr viel kontemplativer geworden. Die ist vielleicht auch ein bisschen entideologisiert. Sie ist eine individuelle Sprache und da gibt es ganz wesentliche Setzungen, die einzigartig sind. Und Zhang Yuan ist so ein einzigartiger Künstler, der sich eben diesen Tempel ausgewählt hat, weil er den archäologischen Kunstbegriff in gewisser Hinsicht praktiziert. Das heißt, er schaut in die Vergangenheit, um daraus für die Zukunft zu schöpfen. Und wenn Sie sich diesen Tempel anschauen, dann entdecken Sie neben den Kiefern und Kampferholz und den Schnitzereien ein plastikähnliches Gebilde, ein Ballon oder eine Tüte. Es ist für ihn das Symbol nicht der Zukunft, sondern das Symbol vielleicht eines fremden Wesens, einer anderen Welt, die wir noch nicht kennen. Es ist auch hier wieder das Aufeinanderprallen der Gegensätze von Vergangenheit, Jetztzeit und Zukunft. Ich empfehle Ihnen sehr, diesen Tempel
zu betreten. Und die Reise nach China wäre aufwendiger, die Reise in dieses chinesische kleine Gebilde mit großem Ausmaß, mit großer Auswirkung, ist weniger aufwendig. Sie sind heute dazu hierher gekommen. An dieser Stelle möchte ich Sie übrigens darauf hinweisen, dass wir eigentlich neben dem Tempel ein Weltereignis in Europa, in Zentraleuropa, es gab nämlich bisher nur zwei Präsentationen, eine in Brasilien und eine in New York, eine Bühneninszenierung in Belgien, aber das hier ist ein Weltereignis. Und ich bin sehr, sehr glücklich und Sang-Wan, dir sehr, sehr dankbar, dass du uns hier vertraut hast. Wir kannten uns vorher nicht. Und du warst im ersten Moment etwas skeptisch. Und über deine Reaktion gestern habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Reaktion eines anderen Künstlers, nämlich Yan Peiming. Er ist auch in Salzburg und wird morgen Abend hier gefeiert. Er hat auch eine Ausstellungseröffnung in der Galerie Ropatsch, die ich Ihnen sehr empfehlen kann. Zwei Künstler, zwei weltbekannte, zwei wichtige Positionen hier in Salzburg. Das ist ein tolles Ereignis, das ist ein tolles Ergebnis für Salzburg auf dem Weg nicht nur zur Stadt der Festspiele und der Kirchen, sondern auch auf dem Weg zur Stadt der bildenden Künste. Ihnen empfehle ich allen, sollten Sie länger hier bleiben in dieser wunderbaren Stadt, den Walk of Modern Art wieder neu zu starten, denn es verändert sich das Kunstwerk im Laufe der Zeit. Es kriegt eine noch tiefere Bedeutung, als es ohnehin schon hatte. Wenn Sie den Tempel betreten haben und anschließend in den James Durrell oder in den Mario Merz gehen, dann werden Sie da eine neue Beziehung zu entwickeln. Da werden Sie ein neues Verständnis haben. Die Aura der Kunst, die wird Ihnen viel intensiver präsent sein, als das noch vor 2 oder 3 Jahren der Fall war. Ich wünsche Ihnen heute einen sehr interessanten Morgen. Ich empfehle Ihnen sehr, immer wieder diesen Tempel und die anderen Kunstwerke anzuschauen. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und dir, lieber Sang-Wan, viel Freude in Salzburg. Und ich freue mich auch auf die nächsten Projekte mit dir und die nächsten Projekte in Shanghai. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich. Gantai,两位朋友介绍了这个项目，介绍了很多关于中澳之间的这些文化的区别交流，讲得非常好。其实呢，谈到我的时候，我根本不像Walter先生讲的那么牛逼。 我是一个仅仅是一个做了没做什么事情的一个艺术家。 Er bedankt sich auch erstmal zunächst bei den zwei Vorrednern für ihre wunderbare Rede und auch die Inhalte, wo herauskommt, dass die westliche und die chinesische Kultur eben auch verschiedene Unterschiede gibt. Und er sagt insbesondere, hat Walter Smerli ihn zu hoch eingeschätzt. Er schätzt sich selber als ein ganz gewöhnlicher Mensch, Künstler, der noch nicht so viel vollbracht hat. 我是昨天第一次来到我们伟大的萨尔茨堡这个古老文明的国家这个城市。 Ich bin gestern in Salzburg angekommen und es ist das erste Mal, dass ich diese traditionsreiche Stadt besuche. 中国人讲风水。 那么我来到这个城市呢，我就觉得风水特别好。那么有山有水，中国人有山呢就灵，有水呢就明。 In China legen wir einen großen Wert auf Feng Shui und als ich hier war, habe ich bemerkt, dass Salzburg ein tolles Feng Shui hat. Die Stadt hat Berge, hat aber auch Wasser. Und das ist etwas ganz Besonderes. 所以我在思考，为什么这个城市有这么悠久的历史，有这么牛掰的这个文化， 就是跟这边的山和水，这边的这个土地有关系， 才造就了我们这么优秀的民族。 Und er hat sich überlegt, warum
Salzburg eben Salzburg ist mit diesem tollen Hintergrund und Geschichte. Und er glaubt, dass eben, das ist zurückzuführen auf das wunderbare Feng Shui, eben auf diese tolle Natur, auch das Land selbst, worauf wir stehen. Und das alles führt eben zu dieser tollen Stadt Salzburg. 所以昨天那个瓦尔德先生带我们去看了很多这个城市的参观。那么这个城市的传统文化让我震惊，更让我震惊的是，这个城市已经正在变成了一个没有墙的、没有局限的一个露天的一个城市的当代艺术博物馆。 Gestern bin ich mit Walter durch die Stadt gegangen und habe viele Sehenswürdigkeiten auch besucht. Mich hat vor allem sehr beeindruckt die traditionellen, die geschichtlichen Seiten der Stadt. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass ich entdeckt habe, dass die Stadt Salzburg sich mehr und mehr zu einem grenzenlosen, sehr offenen Stadt für Kultur, für kulturelle Austausch, internationale kulturelle Austausch. Und das ist etwas, was mich besonders begeistert. 这是来源于我们这个城市的我们的政府领导，我们的萨尔茨堡的基金会，包括我们这么有热情、这么有专业的沃特先生和他的团队。 Und dass die Stadt heute so weltoffen, kulturell auf so einem Höhepunkt steht, ist natürlich unter anderem auch den Bemühungen und Kraft der Salzburg Foundation, der Regierung hier und natürlich auch Walter zu verdanken. Wir sehen den Tempel hinter uns, trägt den Namen Mai Tempel, aber es ist nicht nur rein ein materieller Tempel aus Holz. Es steckt eben auch viel mehr dahinter, es steckt eine über 400 Jahre alte Geschichte dahinter, es steckt viel mehr Inhalte, auch spirituelle Seite. Und es ist durch eine lange Reise von China hierher gekommen. Und wenn man so will, kann man auch sagen, dieser Tempel hat über 400 Jahre auf diesen Moment gewartet, auf diese Präsentation hier in Salzburg, natürlich auch auf eine Person, nämlich auf Walter. 真的，它真的可以是一部好莱坞的故事片，一个大片，可以做出来。 Und die Geschichte dieses Tempels, auch alles, was mit dem Projekt involviert ist, kann wirklich einen Hollywood-Film füllen. 如果把它的故事细节我都把它整理出来的话，真的很感人。 Und da steckt wirklich sehr viele ergreifende, emotionale Geschichte dahinter. 刚刚在十分钟半小时前的，我跟居住在这栋房子里边的一对夫妇，这个夫人在聊天，她说她就住在这边，而且她看到这个东方的这个庙这个祠堂以后，她很感动，她说她不能相信，如果这个房子10月份离开的时候，她会很伤感，她会流泪，我很感动。 Ich habe mich im Vorfeld vor der Eröffnung mit zwei Salzburger unterhalten, die auch heute hier sind, die in der Nähe wohnen und auf diesen Tempel von ihrem Zuhause schauen können. Und die Dame hat mir verraten, dass sie sehr traurig sein würde, wenn der Tempel im Oktober nicht mehr hier stehen würde. Das ist ein sehr realistischer, dieses Projekt ist für mich fast surreal und kann man gar nicht in seiner Ganzheit begreifen. Dass dieses Projekt so perfekt und erfolgreich realisiert werden konnte, bedarf es natürlich die Zusammenarbeit, Kraft und Bemühungen zahlreicher Beteiligten.
很多很多的朋友的支持和帮助。首先呢，我要感谢波恩艺术与文化基金会。Ohne die Unterstützung und Hilfe zahlreicher Freunde wäre das nicht möglich gewesen. Zunächst möchte ich mich bedanken bei der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn. 要感谢 Smiling 先生 Walter 先生。Bedanke mich bei Walter Smiling. 感谢沙尔之宝的基金会的所有的朋友们。Bedanke mich bei der gesamten Mannschaft der Salzburg Foundation. 必须感谢我们的技术顾问 Kanitor 先生。Und besonders auch den technischen Leiter Herrn Knittel. 是你们的努力让这次展览呢这个项目变得精彩纷呈。最后我感谢我的工作室的员工和我的家人，祝大家身体健康，幸福吉祥，阿弥陀佛。Und zuletzt möchte ich mich noch bei meinem Team im Studio und meiner Familie bedanken. Ohne die Hilfe und Unterstützung aller wäre das nicht möglich gewesen. Und jetzt wünsche ich allen Anwesenden einen schönen Tag, Gesundheit, Glück und Amitofo, also Buddhas Segen. Werter Zhang Huan, lieber Karl Golleker, lieber Professor Smerling, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Also ich muss sagen, diese Distanz ist wirklich bemerkenswert. Habe ich auch noch nie gehabt. Wir können das jetzt so machen, Sie rücken mit den Bänken etwas näher. Es hat natürlich die Gefahr, dass Sie dann nach hinten wegkippen. Sozusagen können Sie dann nach Hause gehen und sagen, Hasler hat eine umwerfende Rede gehalten. Ich könnte auch mit dem Podium etwas runterkommen, also mit diesem Sprechpult, dann würde ich auf Sie fallen, eine auffallende Rede. Aber jetzt lassen wir die Wortspiele. Wir können es auch überhaupt, wie es angemessen wäre, so machen, dass Sie heraufkommen und ich unten spreche und Sie auf mich herabblicken können. Aber leider, Sie müssen mich einfach insofern in Kauf nehmen, weil Sie ja das Kunstwerk sehen müssen und sehen wollen. Und insofern müssen Sie zu mir aufblicken, so leid es mir tut, dem können Sie heute nicht entkommen. So, Sie haben jetzt ein kleines Einleitungsbeispiel gesehen, wie man aus nichts etwas macht, nämlich eine politische Rede beginnt. Jetzt ist meine Aufgabe, etwas Offenes zu eröffnen. Gleichermaßen schwierig. Aber Scherz beiseite, lieber Karl Golleker, du hast in ungemein freundlicher Weise dich bei mir bedankt. Ich widerspreche dir ungern, aber das ist nicht angebracht und es ist auch in der Sache nicht richtig. Denn wenn jemand zu Dank verpflichtet ist, dann ist es Stadt und Land Salzburg, der Salzburg Foundation, dir und Walter Smerling als treibende Kräfte dieses langjährigen Kunstprojektes, das uns etwas wieder hat entdecken lassen, das wir eigentlich, weil vielleicht so selbstverständlich, in Vergessenheit geraten haben lassen, dass diese Stadt immer eine Stadt der bildenden Kunst war, eine Stadt der Architektur, aber auch eine Stadt der Skulpturen, eben der bildenden Kunst und nicht nur der Musik, die wir natürlich auch in erster Linie jetzt sind. Nehmen Sie doch die Altstadt, nehmen Sie die Brunnen, nehmen Sie die Architektur, nehmen Sie dieses Gesamtkonzept dieser Stadt. Erinnern Sie sich, Sie können sich nicht erinnern, aber vergegenwärtigen Sie sich, dass es damals eben auch keine Gestaltungsbeiräte, keine Sachverständigenkommission oder so etwas gegeben hat. Man hat einfach damals auch zeitgenössisch gebaut, zeitgenössische Kunst zugelassen mit den verschiedenen Brunnen, den Statuen, die es gegeben hat. Und das ist ein bisschen in Vergessenheit gekommen, dass das, was heute etwas museal wirkt, altehrwürdig ist, irgendwann einmal auch zeitgenössische Kunst gewesen ist. Und da gab es in den letzten 10 Jahren einen Erziehungsprozess, möchte ich fast sagen, durch die Diskussionen, die von der Salzburg Foundation mit ihren Skulpturen im öffentlichen Raum, mit ihren Kunstwerken im öffentlichen Raum angestoßen wurden. Und da hat sich sehr viel bewegt, sehr viel an Bewusstsein, sehr viel an Offenheit, sehr viel an Bereitschaft, sich neu einzulassen. Und diese Grenzgänge zwischen dem Historischen, dem Kunsthistorischen und dem Zeitgenössischen, die gelingen offensichtlich, denn Qualität und Qualität passt
immer zusammen. Und dafür möchte ich mich bedanken, dass ihr sozusagen in den Köpfen mit vielen anderen, ich möchte auch das Museum der Moderne am Mönchsberg erwähnen, aber mit vielen, vielen anderen, die sich interessieren, hier eine Bewegung hereingebracht habt, die nicht selbstverständlich ist und die uns auch als Stadt, als Land im Kunstgeschehen insgesamt gut tut. Ich hatte gestern die Ehre, Professor Wolfgang Riem, dem Komponisten der Eröffnungsoper der Salzburger Festspiele, die Eroberung von Mexiko, eine Auszeichnung zu verleihen. Und da gab es sein viertes Quartett, wunderbar gespielt. Und meinen Sie mal ehrlich, wir alle kennen das Gefühl, wenn wir im Konzert sitzen und dann kommt eine zeitgenössische Musik, denkt man sich, oh Gott, muss das jetzt wieder sein? Man muss sich darauf einlassen und man entdeckt auf einmal völlig neue Phänomene, völlig neue Klangwelten, die bisher nicht gewohnt, nicht gehört waren, und entdeckt auch eine eigentümliche, merkwürdige Schönheit. Und diese Einladung zur Einlassung, die spricht die Salzburg Foundation auch mit diesem Kunstwerk hier am Krauthügel aus. Und es ist ein schönes Zeichen, dass der Stift St. Peter bereit ist, seinen Grund zur Verfügung zu stellen. Und es ist auch ein schönes Zeichen, dass diesmal mit einem mystischen Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das all das mit sich bringt, was in ihm eines Tages und irgendwann einmal stattgefunden hat, Tränen, Freude, Hoffnung, Gebete, Angst, alles, was das menschliche Leben zu bieten hat, hierher bringt und diesen Platz, wenn Sie drinnen stehen, Sie werden sehen, zu einem ganz eigenartigen, mystischen Platz macht. Und dieses Thema des Einlassens auf zeitgenössische Kunst, das ist etwas, was uns auch enorm beschäftigt, weil auf der einen Seite wurde, ich sagte, ein sehr abgetragenes Wort, die Kunst demokratisiert, weil sie sozusagen nicht mehr irgendetwas vorsetzt, sondern eigentlich nur mehr deshalb stattfinden kann, weil der Betrachter sich in sie zulässt, einen Gedankenvorgang, einen Emotionsvorgang mit einbringt. Die Kunst findet im Betrachter statt. Das ist ja ein völlig anderer Zugang als in den früheren Jahrhunderten. Das ist das eine. Das andere, die damit verbundene Gefahr, dass die Kunst natürlich auch elitärer wird, weil sie schwieriger zugänglich ist. Und da ist es die Aufgabe von uns allen, auch eine öffentliche Aufgabe, diesen Prozess anzustoßen, diesen intellektuellen, emotionalen Prozess. Ich möchte Ihnen, lieber Zhang Huan, herzlich gratulieren zu diesem Kunstwerk, das in seiner Widersprüchlichkeit eine fremde Kultur nach Salzburg bringt, die hier nicht fremd aussieht. Das in seiner Widersprüchlichkeit altes, kostbares Material, die taoistische Philosophie spricht ja von 5 Elementen, Feuer, Luft, Wasser, Erde und Holz, mit seiner Philosophie uns unwillkürlich in Besitz nimmt und ergreift und trotzdem mit dem fremdartigen Material, mit dem Plastik, etwas Unfertiges, etwas Fragwürdiges an sich hat, etwas Fragiles. Da ist Ihnen wirklich etwas gelungen und ich möchte Ihnen dazu sehr, sehr herzlich gratulieren und mich nochmal in aller Form bei der Salzburg Foundation, bei Ihnen, lieber Walter Swerdig, und bei dir, lieber Karl, bedanken, dass dies möglich gemacht wurde, auch bei allen, die das unterstützt und ermöglicht haben. Und nachdem ich ein offenes Gebäude nicht eröffnen kann, darf ich jetzt in aller Form das Kunstwerk seiner, wenn auch nur temporären, Bestimmung übergeben. Danke vielmals.